Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video, zu diesem Videovergleich des ASUS Padfone 2 und des ASUS Padfone Infinity. Der neueste Spross der Padfone-Familie habe ich hier direkt importiert aus Taiwan, im Moment noch nirgends erhältlich, nur dort. Dürfte aber dann im Mai, Juni auch nach Europa kommen. Und dann haben wir hier das ASUS Padfone 2, den bisherigen. Das bisherige Topmodell der Padfone-Reihe. Padfone, wir erinnern uns, das steht bei ASUS für sehr hochwertige Smartphones, sowohl außen wie auch aber innen. Da wird immer das Beste momentan verfügbare an Hardware verbaut und dann gibt es dazu eben immer diese Station, die dann das Padfone quasi das Smartphone zu einem Tablet macht. Und ja, ich bin ganz begeistert von dieser Reihe schon seit dem ersten Padfone. Dann kam das zweite, das kam im Dezember auf den Markt und jetzt eben in den nächsten Wochen kommt dann die dritte Generation heraus. Wie gesagt, das Padfone Infinity. Und die zwei hier, die will ich jetzt heute mal vergleichen. Wir fangen gleich mal mit dem Smartphone selber an. Ihr seht das auf den ersten Blick. Rein mal die Größe, klarer Fall. Das neue, das Padfone Infinity, ist deutlich größer. Ist ein 5 Zoll Modell. Ihr seht, da steht es hier so ein bisschen vor. Ist ein bisschen breiter, ganz klein wenig. Und eben auch ein bisschen höher. Hier beim Padfone 2 haben wir einen 4,7 Zoll Bildschirm, welcher mit 1280 x 800 aufgelöst hat. Und das Neue am Padfone Infinity ist eben vor allem, dass wir es hier mit einem Full HD Display zu tun haben. Also das heißt, auf der einen Seite 5 Zoll, ist ein bisschen größer geworden. Und dann eben auf der anderen Seite Full HD 1080p, also 1920 Auflösung des Bildschirms, also nochmal eine ganze Ecke mehr als hier beim kleinen Padfone oder beim Padfone 2, aber ist eben auch deutlich größer, also es liegt ganz klar weniger gut in der Hand, das kann ich schon sagen, habe es erst seit gestern, das Padfone Infinity, aber es ist halt schon eine Riesenwumme, also ihr seht das hier, ich habe nicht gerade kleine Hände, aber das passt da nur noch so ganz knapp drauf, wohingegen das 4,7 Zoll Modell eigentlich ein bisschen besser in der Hand lag. Aber was ist neu sonst noch hier? Während wir hier beim Padfone 2 einen Snapdragon S4 von Qualcomm drin hatten, einen Quad-Core-Prozessor mit 1,5 GHz, ist hier der brandneue S600 Snapdragon von Qualcomm verbaut. Das ist dieser Superchip, der ja auch im HTC One und im Galaxy S4, jedenfalls bei uns in Europa und in den USA, verbaut ist. Auch ein Quad-Core-Prozessor, in diesem Fall hier ist er mit 1,7 GHz getaktet. Dazu gibt es die Adreno 320er GPU, auch etwas vom allerbesten, was man im Moment im Mobilsektor verbauen kann. Dann, wie gesagt, den 1080p-Bildschirm, Gorilla Glass 3. Wir haben Kamera, eine 13-Megapixel-Kamera, hatten wir hier auch schon. Das war auch eine 13-Megapixel-Kamera. Die hat aber den neuen Sony-Chip drin und eine 2.0er. Also F2.0-Öffnung, kann bis 8 Bilder pro Sekunde schießen, ist also rein von den Spezifikationen her nochmal ein bisschen besser als die Kamera des Padfone 2, die aber auch 13 Megapixel aufgelöst hat und eigentlich auch ganz tolle Fotos gemacht hat. Ja, und dann gehört zu einem Padfone ja immer auch so eine Station dazu. Das hier ist jetzt die Padfone Station des Padfone Infinity. Praktisch kein Unterschied, wenn wir uns das mal anschauen, zur vorherigen, nämlich zu dieser hier. Die gehört zum Padfone 2, das sieht man hier, weil es da einen Kleber drauf hat. Man könnte meinen, dass die da reinpassen, aber das passt natürlich nicht ganz. Ihr seht das hier, weil das neue Telefon ja ein bisschen breiter ist mit seinem 5 Zoll Screen. Der Anschluss aber hier unten ist der gleiche. Wenn wir das jetzt hier mal nehmen, dann seht ihr hier unten diesen Anschluss des Padfone, der Padfone Station vom Padfone Infinity. Auch dieser Mechanismus, der ja beim Padfone 2 bereits geändert wurde zur ersten Version. Bei der ersten Version war es ja noch so drin, also da hat man das so reingeklinkt. Jetzt ist es hochkant, liegt auch viel besser, funktioniert ganz hervorragend. Und der große Unterschied ist natürlich der, dass diese Station hier, die zum Padfone Infinity gehört, auch einen 1080p Display hat. Das heißt, wir haben ein 10,1 Tablet mit einer Full HD Auflösung, wohingegen dieses Modell hier nur in Anführungszeichen eine HD Ready, also eine 1280er Auflösung bieten konnte. Und das ist natürlich gerade beim Tablet extrem spannend. Das macht eigentlich in meinen Augen das Padfone Infinity so spannend, dass eben man jetzt ein Tablet hat mit einer wirklich hervorragenden Auflösung. Aber wir schauen uns vielleicht zuerst mal die Geräte selber an. Ich aktiviere das mal, wir schauen mal, was da drauf ist.
So, also, wir gehen das mal, wir löschen das mal hier, so. Dann gehen wir hier mal auf die Einstellungen und wir gucken uns mal an, das seht ihr schon, sieht ein bisschen anders aus, falls ihr das Padphone hier, das Padphone 2 oder mein Video vom Padphone 2 gesehen habt, dann wird euch das auffallen. Hier ist es ganz schwarz und dunkel, hier ist es jetzt ein bisschen heller geworden und jetzt über das Padphone. Schaut euch das mal an, da kann man das hoffentlich lesen. Also Padphone Infinity Android 4.1.2 ist da drauf. 4.2 sollte bald kommen. Hier ist, glaube ich, noch 4.1.1 sogar drauf. Genau, beim Padphone 2 ist noch 4.1.1 drauf. Aber grundsätzlich ist es ja so, Asus hat eigentlich einen sehr guten Ruf, was Updates anbelangt. Die sind immer relativ schnell. Liegt auch daran, weil die Android-Version, welche Asus hier auf seine Smartphones klatscht, die ist fast pure Google. Also das ist beinahe wie ein Nexus-Telefon. Es hat ein paar Tweaks drin, ein paar neue Widgets, wie dieses schöne Wetter-Widget hier. Das haben wir ja da auch drauf. Und hier oben so diese Schnelleinstellungsleisten, die kommen jeweils noch von Asus. Aber da ist relativ wenig ansonsten wurde verändert. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass man eben schnell ist mit Updates. Im Unterschied zum Beispiel zu Samsung, welche mit ihrem TouchWiz dann das System komplett umbauen. Oder HTC mit dem Sense. Also Asus hat hier eine sehr originäre Android-Version drauf und ist auch drum immer relativ schnell mit Updates. So, was können wir sonst noch dazu sagen? Die Kamera natürlich. Ich starte die hier mal. Wer schon das Padphone 2 kennt, dem wird das Ganze relativ bekannt vorkommen. Also das User Interface ist praktisch genau gleich. Ich zeige euch das hier mal. Wir machen da gleich mal die Kamera auf. So, jetzt haben wir hier die Kamera. Ich glaube, man sieht es. Ich gehe da mal ein bisschen so, zoomen will ich nicht. So, wir halten das mal nebeneinander oder untereinander. Ihr seht, das sieht eigentlich praktisch genau gleich aus. Das Einzige, was neu ist, wir haben hier noch einen neuen Modus, nämlich eine sogenannte GIF-Animation, die man machen kann. Ist ja im Moment wieder ganz state of the art, dass man animierte GIFs macht. Ich dachte eigentlich, das sei definitiv Schnee von vorgestern. Ist aber nicht so. Demzufolge ist das im Moment wieder ganz hip und schick. Und drum können wir hier quasi noch ein paar Dinge machen. Ich gehe da mal noch zurück. Jetzt bin ich natürlich hier auf dem Videomodus. Wollte ich ja gar nicht. So, Fotografie. Also ihr seht da, Panorama haben wir hier, Verschönerung und HDR. Wohingegen eben kein GIF. Der Rest ist genau gleich. Im Filmmodus können wir natürlich auch noch ein paar Sachen einstellen. Das ist jetzt das Padphone 2. Da kann man hier noch so ein bisschen Tweaks machen. Das ist hier genau gleich. Können wir uns auch noch schnell anschauen. So, umschalten. Quetschen, große Augen, da kann man die Augen verändern, dass es ein bisschen schöner aussieht oder anders aussieht, sagen wir es mal so. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Kamera löst auch sehr schnell aus, ist eigentlich eine gute, sehr gute Kamera. Es gibt auch einen Highspeed-Modus mit 8 Bildern pro Sekunde hier beim Infinity. Ganz generell, ich werde natürlich dann noch ein ganz ausführliches Video machen, zu diesem Gerät. Zum Infinity werde das dann noch ausführlich testen und dann auch mit dem Samsung Galaxy S4, welches gerade bei mir rumfliegt, natürlich auch noch vergleichen, mit dem HTC One dann auch noch. Also da gibt es dann noch die üblichen genauen Reviews, aber das hier will ich jetzt euch einfach mal zeigen, was denn der Unterschied zwischen diesen beiden Generationen ist. Ja, und der Hauptunterschied ist eben vor allem diese 1080p Auflösung. Ich nehme jetzt hier die Padphone Station, diejenige des neuen, also die Infinity Station. Ich nehme mein Smartphone, klappe das da rein, drehe das um und dann 1, 2, 3. Und dann sind wir dann da im Tablet-Modus. Irgendwas wurde beendet, das stört mich nicht weiter. So, jetzt sind wir hier im Tablet-Modus. Jetzt mache ich natürlich das genau gleiche hier auch noch beim Padphone 2. So, ich nehme das hier auch, hinten rein, schieben, drücken, umdrehen, warten, paar Sekunden und dann here we are. So, also. Jetzt wird er da gleich mal ein Update einspielen. Das ist so, wenn man ein Update macht auf dem Smartphone, dann beim nächsten Einstecken wird dann die entsprechende Padphone Station natürlich auch jeweils geupdatet. Das macht er jetzt gerade. Lass mir ihn da mal schnell noch durchraffeln. So, und ihr seht, jetzt habe ich ein Tablet mit 500, glaube ich, 90 Gramm. Eigentlich relativ leicht. Leichter zum Beispiel als ein iPad 4. Nur so mal kurz als Vergleich, wir haben hier das iPad 4. Wenn ich das hier drauf lege, seht ihr, das ist ein bisschen breiter, aber ist vor allem, das iPad 4 ist schwerer. Ist natürlich hinten ganz flach, klarer Fall. Das ist hier
ein bisschen anders wegen diesem Mechanismus, aber funktioniert eigentlich ganz gut, liegt immer noch relativ gut hier auf dem Tisch. Und ihr seht jetzt hier natürlich, wenn ihr euch das mal anschaut hier, das Teil hier ist natürlich, da haben wir übrigens die Widgets, den hervorragenden Padfone Assistant, den gab es natürlich hier auch schon, den zeige ich euch auch noch da. So, das Update wurde installiert, sagt er mir da netterweise. So, dieser Padfone Assistant, ihr seht, der hat sich ein bisschen verändert, der sieht ein bisschen anders aus hier neu. Da kann man sagen, was passiert zum Beispiel, wenn jetzt das Telefon läutet. Da kann man sagen, dass man das noch rausnehmen kann zum Abnehmen. Man kann es auf ein Bluetooth-Headset, man kann es direkt hier an der Station abnehmen, wie man das eben will. Das kann man hier alles einstellen. Und das ist hier eben auch der Fall mit diesem Assistenten. Ja, und dann sind wir da quasi hier vorne, vielleicht da drüben noch, hier ist das Widget, haben wir noch das Lade-Widget, das ist auch ganz clever, dass man, da kann man einstellen quasi, wie denn geladen werden soll, ob quasi die Padfone Station immer das Smartphone lädt oder eben nicht oder wie oder wer Priorität hat und so weiter. Das ist eigentlich auch eine ganz schlaue Sache, dass man das hier sieht. Wir haben den Task Manager von Asus dabei, wo man da Tasks abschießen kann, und wir haben jetzt eben ein Tablet, und wir haben jetzt hier ein Tablet mit 1080p. Das ist natürlich schon eine schöne Sache. Ich lade mir da mal zum Beispiel den Spiegel. So, jetzt lassen wir das hier mal liegen und machen dann das gleiche hier, damit ihr vielleicht sehen könnt den Unterschied der Auflösung, weil man sieht da natürlich schon ein bisschen, dass das halt ein bisschen schöner ist beim 1080er. So, hier, so, jetzt lassen wir es hier auch mal so liegen. So, wir gehen da mal aufs Gleiche drauf. Also, jetzt, wenn ihr euch das mal ganz nah anguckt, dann seht ihr, ich gebe zu, es ist ja mal auf extrem hohem Niveau, aber man sieht schon beim Padfone 2 diese 1280er Auflösung auf einem 10,1 Zoll Screen. Ja, da sieht man so ein bisschen Pixel. Ist halt kein Retina. Ist immer noch super, kein Thema. Aber hier ist es halt schon eine ganze Ecke schärfer. Also das muss man ganz klar sagen. Sorry, jetzt hat es gedreht. So, ich gehe da mal ein bisschen näher ran. Vielleicht sieht man es in der Kamera. Also wenn man das live sich anguckt, wenn man das so direkt vor sich hat, dann merkt man schon einen deutlichen Unterschied. Und das ist wirklich auch eigentlich der Punkt, wo ich finde, das macht das Ganze sehr, sehr spannend, weil eigentlich eben das, vor allem das, die Padfone Station eigentlich mit dem 1080p hervorragend zurechtkommt. Und das hat so ein bisschen gefehlt hier bei dem Modell, beim anderen, weil, ja, das war halt nur in Anführungszeichen so eine Standardauflösung. Die war halt ein bisschen weniger gut. Also ihr seht, der Hauptvorteil in meinen Augen ist nicht unbedingt das Smartphone hier. Also das Smartphone, das war schon das Padfone 2 ist in meinen Augen eines der allerbesten Smartphones, auch heute noch, auch jetzt nach einem knappen halben Jahr. Sondern ich finde hier bei dieser Kombination vom Infinity, finde ich eigentlich das Smartphone ist auch klasse, klar, kein Thema. Aber es ist für meine persönlichen Verhältnisse etwas groß. Also mir ist es effektiv schon wirklich ein bisschen zu groß. Aber es ist sehr wertig, also das ist zwar Plastik, aber das fühlt sich überhaupt nicht so an. Das wirkt wie ein Aluminiumrahmen, hat hier oben dann auch Aluminium drum und dann hier diese schöne Einfassung ins Display. Also das ist schon ganz klasse gemacht. Das ist kein Plastikbomber, wie Samsung die baut. Ist nicht ganz, ja, kommt schon fast ans HTC One ran. Also wenn ihr euch das da unten mal anseht, das sind die Antennen, die man ja da durchgemacht hat, damit es besseren Empfang hat. Das ist, glaube ich, sogar Metall hier. Ich bin nicht ganz sicher, ob es Alu ist oder nur plastifiziertes, also beziehungsweise aluminiumisiertes Plastik. Aber auf jeden Fall, es fühlt sich sehr wertig an. Und das ist wirklich hier hoch, sehr gute Qualität. Es kommt wirklich ans HTC One ran und ist massiv besser als das Galaxy S4. Und hier, ja, hier war es ganz klar Plastik. So ein bisschen aufgeraut, war aber auch gut, weil es halt sehr gut in der Hand lag, auch weil es hier ein bisschen sich verjüngt hat nach unten, ihr seht das da wurde es ein bisschen dünner, so wie das erste Padfone. Das hat man jetzt hier nicht mehr gemacht, also hier ist jetzt überall gleich dick oder dünn, sagen wir es besser so, dick ist es ja nicht wirklich. Von dem her gesehen, eben, das liegt für mich ein bisschen weniger gut in der Hand. Aber die Station selber ist natürlich klasse und das Zusammenspiel, dass man dann eigentlich quasi sowas ähnliches wie ein Transformer Prime hat, das ja auch von Asus, das ist ja auch ein Tablet mit einem 1080er Bildschirm. Und hier hat man halt beides ineinander
Also ihr seht, die Zeit bleibt nicht stehen, das ist klar. Innerhalb nur weniger Monate hat Asus nochmal eine ganze Schippe draufgelegt mit neuer Hardware, mit schnelleren Prozessoren, mit einem größeren und vor allem einem viel, viel höher auflösenden Display und einer passenden Station. Also kann man sagen, das Padfone 2 ist immer noch ein ganz, ganz klasse Smartphone und eine ganz tolle Kombi. Das Padfone Infinity ist natürlich ein bisschen besser, aber man zahlt das halt auch. Das Ding kostet ungefähr 1000 Schweizer Franken, wenn es da mal auf den Markt kommen wird, falls es überhaupt kommt. Das weiß man noch nicht so genau, wann es wo auf den Markt kommt, aber ist schon eine sehr teure Sache. Leider, wie schon beim Padfone 2, kann man diese Smartphones nicht einzeln kaufen. Ich behaupte, ich habe das schon vor einem halben Jahr hier behauptet, ich behaupte es jetzt wieder, dieses Smartphone allein, das Padfone Infinity Smartphone, würde sowohl HTC wie Samsung gehörig Ärger machen, weil wenn man das zu einem attraktiven Preis, so in dem Range eines HTC Ones oder eines Galaxy S4s, wenn man das da auf den Markt schmeißen würde und das quasi die Station nur als Option dazu, dann würde Asus massiv mehr verkaufen, weil es ist ein hervorragendes, ein ganz tolles Smartphone mit allem drin, was man im Moment einbauen kann. Das ist eigentlich schade, dass man die nur in diesem Kombi-Paket kaufen kann und dann natürlich logischerweise viel mehr bezahlt. Ich weiß nicht, ob sich da nicht Asus ein bisschen etwas entgehen lässt, dass sie das nicht entkoppeln, aber auf jeden Fall, klasse Geräte sind super, finde das Konzept absolut bestechend, brauche nur einen Datenplan, brauche nur ein Gerät zu pflegen, kann das da reinschippen und dann habe ich quasi ein Tablet dazu. Das funktioniert ganz hervorragend. Den ausführlichen Test nur dieses Gerätes hier, wo wir dann auch noch die Software genauer anschauen und das vielleicht dann noch vergleichen mit dem Galaxy S4, dem HTC One und überhaupt, was da so im Moment an Premium, an Top-Smartphones rumschwirrt. Den gibt es natürlich noch. Das war jetzt mal ein erster Vergleich mit dem Asus Padfone 2, dem direkten Vorgänger, der natürlich auch noch erhältlich ist. Dieses Gerät wird irgendwann mal Mai, Juni bei uns auf den Markt kommen. Das war der Jean-Claude für eifrig.ch. Besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.